Weiter so. Neue Videos. Yay. So, reicht ja nochmal wieder, oder? Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch. Und zwar YouTube-Kacke. Detektiv Conan findet ein verstecktes Markov-Modell. Sieht man das so aus, ja, oder? I guess. Hast du Detektiv Conan geschaut, Stefan? Also, ich war tatsächlich mehr der Yu-Gi-Oh!-Gucker. Atze, ja. Der Yu-Gi-Oh!-Atze, danach Pokémon, danach Dragon Ball Z und irgendwann dann Detektiv Conan, Kickers und so, aber Yu-Gi-Oh! War immer mein Steckenpferd. Ja, okay. Das war tatsächlich auch ein Vorschlag unter dem Yu-Gi-Oh!-Video von SchockTV. Danke nochmal dafür, jawohl, den geisteskranken Support. Kurs, war aber auch echt ein... Also König der Schummler, ich habe mich wirklich beim Cutten komplett weggelacht bei dem Video. No joke. Also deswegen schauen wir uns Detektiv Conan an, gehen da ganz unvoreingenommen rein. Let's go. Was steht da unten für ein Bier rum? Ich kann das gar nicht so wirklich erkennen. Boah, ey, sag mir nichts, sag mir nichts. 2 ist 4, 2 mal 3 ist 6, 2 mal 4 ist 4. Ich schlaf gleich ein vor Langeweile. Conan, warte mal auf mich. Wir können doch ein Stück zusammen gehen. Was ist? Nur weil du neu bist, musst du doch nicht alleine nach Hause gehen. Wir begleiten dich. Oh, wer ist er, Alter? Oh mein Junge, Gott. Junge, Lil Bro ist in der 4. Klasse einfach buffed as fuck. What the hell? Yo. Real, du musst alleine nach Hause gehen. Real. Mann, ey. Hier, ich habe eine berichtbahnende Erfindung gemacht. Oh, Digga. Ey, geil. Geil, Alter. Kürzen. Sieht aus wie ein Stimmentransposer, ist aber eine Fliege. Stimmentransposer? Fliege. Ist aber eine Fliege. Okay. Der normalste schon wieder, oder? Fliege. Und ich weiß schon genau, wo ich den Stimmentransposer nicht einsetzen werde. Fliege. Oh nein, wird das jetzt so ein Gag werden, der sich durchzieht mit der Fliege? Ich kann das nicht mehr, ey. Hier wohnen Sie? Mit dem Bock in den Arsch, dass ich das noch erleben darf. Bitte sehr, treten Sie doch ein. Digga, gutes Sprichwort eigentlich. Also, eigentlich das, schon, ja. Muss ja. Ich merken. Ich... Ja! Ey, Mann, Alter, so random. Ich dachte mir, was passiert jetzt, ey? Um Jokos Willen, Gott, was ist denn? Aha, ich verstehe. Alter, stretzt. Das ist ja ein Haar. Der muss immer wieder mal sein, oder? Ist ja. Das ist ja. Bro, das hätte, also diese Szene hätte auch no joke von SchockTV kommen können, ne? Ja, tatsächlich. Also, oh Mann, ey, geil, Alter. Geiles Lied, Banger. Ist ja. Das ist ja. Woher wussten Sie, dass das ein Feuerzeug ist, wenn Sie noch nie in dieser Wohnung gewesen sind? Der Junge hat recht. Woher kennen Sie dieses Feuerzeug? Die Stimme passt überhaupt nicht zum Körper, finde ich, oder? Die ist ein bisschen unkräftig, ne? Ja, ja, ist for real, stimmt. Woher? Oh, Alter. Ich glaube, sie hat einfach die Jungs da gerippen gegöngelt, oder? Kann das sein? Kennen Sie dieses Feuerzeug? Mein Freund von mir hat genau so eins. Und? Eins. Und wie heißt der? Man selber, das ist... Und kann... Ey, warum war das? Warum hätte ich das kommen sehen müssen? Sie den Mann... Kant. Die Frage muss ich für uns beide verneinen, Herr Inspektor. Wir haben ihn... Kant! Ein verwickter Fall. Fall, ja, Fall. Wer kommt als Mörder in Frage? Yoko Okino oder Yuko Ikizawa? Oder Sokino oder Kino? Okay, okay. Ich hab, der zweite war nicht das, was ich erwartet habe, aber beim dritten hat er mich dann wieder gehabt. Ja, das, ich dachte aber auch, beim zweiten kommt doch irgendwie irgendein random Scheißdreck. Oder Andreas. Der ist K.O. Ich stelle mit dem Transposer seine Stimme ein. Fliege. Zunächst zu Ihnen, Herr Manager. Wären Sie der Mörder, dann wären Sie ganz sicher der Mörder. Das gleiche gilt auch für Yoko Okino. Sie hätte dasselbe getan, denn der Wohnungsinhaber ist natürlich immer der Wohnungsinhaber. Klar.
Diese Juk-Juk-Kacke ist das Ergebnis falsch verstandener Scheiße sowie eine Anhäufung von Sensen und Zufällen. Tja. Das war's jetzt? Hä? Was ist das für da? Random? Hä? Also ich hab echt gedacht, da passiert jetzt noch einiges. Aber ja, das ist tatsächlich auch nur 3 Minuten lang. Ja? Ich war jetzt richtig drin am Ende und wollte wissen, wie es weitergeht. No joke. Und jetzt, was, okay? Als ob da irgendwas fehlt, Alter. Aber cooles Video trotzdem von Werbung, Sepp. Also wenn ihr mehr solcher YouTube-Kacken habt, dann schickt sie mir gerne in die Kommentare. Heute also wieder eine kürzere Ausgabe, ja? Ich bedanke mich dafür, für den Vorschlag. Kuss. Und ja, geiles Video. Schaut bei Werbung, Sepp vorbei. Ich habe alles unten in der Videobeschreibung reingeschaut. Geballert natürlich, und dann würde ich sagen, lasst mir auch gerne ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar da. Schreibt mir neue Vorschläge in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.